Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Heute mit dem russischen T-116 auf der Map Minen. Der T-116 wurde ja vor 2 Tagen von WOT auf den Markt gebracht und ist ein kleiner, schneller, wendiger Panzer. Und ich fahre ihn jetzt auf der Map nach vorne Richtung C8 und 9. Und versuche von da aus den Gegner unter Druck zu setzen, wenn er das denn zulässt. Und da ist ein anderer T-116 aufgetaucht, hat mich schon mal getroffen. Ich ihn jetzt auch, er mich schon wieder. Nochmal. Jetzt gibt er mir ordentlich Saures hier. Und jetzt habe ich ihn erwischt. Und habe noch einen Strukturpunkt übrig. Damit werde ich wohl nicht sehr weit kommen. Ein Strukturpunkt. Naja, dann werde ich, solange es geht, das Beste daraus machen. Ich habe sogar noch einen Treffer gelandet. Und da steht ein Chiha. Auch noch ein Treffer. Nochmal. Er ist nicht durchgegangen. Aber der. Und nochmal. Das mit meinem Strukturpunkt, den ich noch übrig habe. Einen einzigen. Eigentlich genügt ein Blatt, das auf mich fällt und ich gehe kaputt. Aber ich kann weiter nach vorne vorrücken. Dann jetzt erstmal bis zu diesem Busch hier vorrücken. Und da ist die Wespe. Gegnerische Arti muss ich manuell anwählen. Nicht durchgegangen. Der ging oben drüber. Und der hat auch nicht getroffen. Und da oben ist ein weiterer T-116. Zweimal getroffen immerhin. Und jetzt steht da vorne aber noch die Arti. Die muss ich im Kopf behalten. Ah, da ist sie. Schon von der Seite getroffen. Der ging nicht durch. Ach, der auch nicht. Und da war sie zerstört. Und ich behalte weiterhin meinen Strukturpunkt. Und da ist ein weiterer Chiha. Nicht durchgegangen. Da wurde sie zerstört. Das sah nach einem Arti-Treffer aus. Und ich habe weiterhin meinen Strukturpunkt. Jetzt fahre ich besser mal an den Rand und fahre dann weiter nach vorne. Denn wie gesagt, es ist nicht mehr viel an Punkten, die ich übrig habe. Und dann fahre ich ins Cap und sichere mir noch ein paar Cap Points. Aber da war das Spiel zu Ende. 15 zu 7. Ja, 15 zu 7 mit dem T-116 auf der Map Minen mit einem Strukturpunkt. Eine WN8 von 3580 bei einem Damage von 686 und immerhin einen Kill. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder.